Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 3. Äh, wir haben äh, gestern gestreamt und ich möchte euch mal ein paar Sachen zeigen, die wir gemacht haben, beziehungsweise da, wo wir heute weitermachen. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt ein Security Terminal hier und äh, da ist Joes Karte drin, weil ich habe das ja platziert, deshalb braucht er die Karte und äh, dementsprechend auch wie ihr hier seht eine kleine Antenne im Gehirn, denn wir können jetzt quasi überall, wo Empfang ist und Empfang ist überall hier, wo so ein Access Point ist, der hat jetzt hier in dem Fall 30 Meter Reichweite können wir auf unser M-System zugreifen. Außerdem hier Infinity Energy Slow, wir haben auch ein bisschen Infinity Energy, wenn man äh, Infinity Booster Cards, Infinity Booster Cards hier reinlegt. Ihr kennt die vielleicht. Früher hat man eine Infinity Booster Card gehabt, die hat man hier reingelegt und schon hatte man unendliche Reichweite für immer. Das ist nicht mehr so. Mittlerweile muss man diese entweder sich craften oder in einer Mob Farm grinden äh, oder halt manuell grinden und die legt man dann hier rein und diese 2000 irgendwas äh, Units, das sind glaube ich so 20, 22 Infinity Booster Cards gewesen. Und wenn wir jetzt außerhalb der Reichweite von unserem ME-System sind, dann countet das quasi ein bisschen runter. Ja. Dann, verbraucht sich da, dann verbraucht sich da quasi Infinity Energy. Und sobald wir wieder zurück in der Reichweite unseres ME-Systems sind, so gehen wir mal hier rein. Und dann sieht man, dass das nicht mehr runterzählt. Ja. Das ist das Ding. So funktionieren jetzt mittlerweile die Infinity-Karten. Also wurden sehr, sehr, sehr extrem genervt. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum habe ich so viele bunte Kabel im ME-System? Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich unseren klitzekleinen ME-Controller Reno. Und der ist hier an allem angeschlossen, was wir haben. Aber wir planen ja von den Apple-Park ein bisschen was Größeres. Ne? Und ich würde sagen, dann gehen wir mal schnell rüber. So. Und zwar Parkbaustelle. Wir gehen mal ein bisschen langsamer dran, denn man sieht jetzt schon, oh, das ist einfach so insane. Schaut euch mal diese Baustelle an. Guckt euch, also, das ist unsere aktuelle Base hier. Ne? Unsere Ramsch-Base, nenne ich es jetzt mal. Da hinten ist das Kraftwerk. Ja, und das hier ist der, der Apple-Park. <laughs> es ist. Dezent eskaliert, aber äh, wir werden definitiv auch genug Platz haben, glaube ich. So, dann fliegen wir mal rüber und dann seht ihr vielleicht schon, ui, was ist denn das da hinten? Hier ist unser neuer ME-Controller oder unsere neuen ME-Controller. Ähm, das hier ist der. Main Controller und das hier ist der Peer-to-Peer-Controller. Ich meine, die Leute, die schon länger auch meine Hardcore-Modpacks und so gesehen haben oder die sich damit auskennen. Na komm. Nein, es ist eine Sonnenfinsternis. Sonne. Die wissen wahrscheinlich genau, wie das funktioniert. Es ist ein bisschen komplex. Ich habe das in einer Folge von Joe so ein bisschen versucht zu erklären. Ich hoffe, einigermaßen verständlich. Äh, die wird auch irgendwann die Tage kommen. Äh, schaut euch am besten die an. Da äh, erkläre ich das nochmal genauer. Und für die, die Bescheid wissen, die wissen ja, hier Peer-to-Peer-Controller, Main-Controller. Hier relativ clean alles installiert, damit es auch hübsch ist und auch von draußen gut aussieht. Okay, jetzt können wir aber schlafen, oder? Come on. Nee, wir haben wirklich totale Sonnenfinsternis. Das ist schlecht, weil es nervig ist. So. Und das hier wird der, der Hauptraum. Also hier waren mal ein paar Dinge skizziert, die können wir ignorieren. Was? Also Creeperino. Weg. Mit dir. So. Und die Challenge ist jetzt, wie wir all die Kanäle. Also, wir haben ja ungefähr 3800 ME-Kanäle, auf die wir zugreifen können. Und die Challenge ist jetzt, wie wir von dem unteren Controller. Das Ganze in die verschiedenen Himmelsrichtungen auch leiten. Ähm, hier ist die Decke, die hat Joe schon mal eingezeichnet. Das ist die Unterseite der Decke, glaube ich. Ich schaue mal vor, um sicher zu gehen. Genau, das ist die Unterseite der Decke. Das heißt, wir können theoretisch in der Decke Kabel verlegen. Ähm, und die Kabel müssen halt von dem Controller. Man hätte die beiden natürlich auch tauschen können, aber so sieht es besser aus. Ja. Um, so, Dance Cable, wir haben hier auch verschiedene, um, wir haben ja auch einen Access Point, so dass wir hier keine Infinity Energy äh, verschwenden. So, und wir können jetzt zum Beispiel mal eine Richtung machen, die würde ich hier anschließen. Wie viel schließen wir denn an? Ich würde sagen in jede Richtung drei Dance Cable. Oder? Ja, das sind dann. Ja, das ist mehr als genug. So viel werden wir wahrscheinlich nicht mal brauchen. Aber da geht es ja auch ein bisschen um die, um die Verteilung an sich. Ähm, wenn wir jetzt hier in jede Richtung drei Dense-Cable machen, dann gehen die hier so weg. Zack, 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 zack. Eins geht bis zum Ende durch. Und dann zweigen jeweils die hier immer so ab. Und dann können wir uns da immer. Kanäle rausziehen, wo wir gerade Kanäle brauchen. Das ist so der Plan. Das ist deutlich einfacher auch, als ich es in Enigmatica gemacht habe. Ne? Gut, in Enigmatica habe ich viele unnötige Kanäle auch gehabt, muss man auch sagen. Ähm weißt du was? <laughs> Die wo ist der Haupteingang? Da ist der Haupteingang, also kommt da. Wobei, da würde ich vielleicht ungern. Ah ja, doch, da würde ich, glaube ich, ungern Kabel haben. Dafür machen wir hinten doppelt so viele. So, und die dürfen sich natürlich hier auch nicht berühren. Ich möchte von vorne ungern mit einem Kabel das hier verschandeln. Ne? Die Ansicht. Ich muss, das Kabel muss noch ein nach vorne. Genau. Man könnte zwar Enker zur Isolation hinhängen, aber muss ja auch nicht. So. Huch. So, das ist nämlich gut, wenn die Kabel schon mal so grob an ihrem Platz sind. Einfach nur, damit wir besser einschätzen können, wie wir die Räume dann ausbauen im nächsten Stream. So. Weil die Kabel. Ja, ist jetzt die Frage, ob die jetzt einfach in der Decke verschwinden. Ja, ich, ich meine, dafür haben wir die Decke eigentlich. Ne? Wir können ja überlegen, ob wir die Decke vielleicht äh, partiell transparent machen. Aber das können wir uns dann immer noch überlegen. Aber die sollten grundsätzlich schon eher in der Decke sein, die Kabel. So, dann würden nämlich die Kabel nach vorne gehen. So, dann haben wir hier noch ein paar andere Farben. So, da zapfen wir jetzt zum Beispiel einfach hier an. So. Da die jetzt verschiedene Farben haben, werden die sich auch nicht miteinander verbinden. Das ist in dem Fall gar nicht mal so unwichtig. Na komm, was soll denn das? So. Damit es hier keinen Kurzschluss gibt. 1, 2, 3, 4 habe ich gemacht. Okay, mach, ja. Das Prinzip einfach genauso. die Rückseite hier Doppelkabel, aber ich denke, das ist schon ganz in Ordnung. So. Ah. Ah. Ja. Die Serverräume, die können wir dann eigentlich, ja doch, die können wir per Links und Rechts anschließen oder so, müssen wir mal gucken. Wir werden auch Serverräume bauen. Große Serverräume. Äh, für die ganzen Drives. Weil ich möchte viele Drives. Sehr viele Drives. So, machen wir mal hier. Magenta Zürn. So. Können wir jetzt da straight nach oben? Nee, wir müssen einen nach vorne. Und dann einfach hier hoch. Die müssen jetzt auch nicht bis zur Decke gehen. Das ist erstmal nur so als Marker. So. Weil wir noch am besten eine Farbproduktion brauchen. Gibt es ja eigentlich äh, die... Äh, Essence? Ja, es gibt dye essenz Warum habe ich eigentlich noch keine dye essenz angebaut? Das ist vielleicht auch gleich mal eine Maßnahme, die, wir, äh, die man umsetzen kann. So, jetzt haben wir noch Braun und... Äh oh. War es das schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also theoretisch gibt es noch Farben, aber offenbar haben wir hier noch nicht alle. Okay. Das ist möglich. Dance. Brauche ich Zeug? Ne. Dance Cable, 32. Also was gibt es denn noch für Farben? Wie viele Farben habe ich hier benutzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ja. 7, 8, 9, 10. Wobei, nee. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Was habe ich denn. Ah, White äh, fehlt. sehe ich gerade. White fehlt und äh, Magent, ne Magenta war da. Lime, ne Lime haben wir auch da. Zyren haben wir da. Braun. Black haben wir. Blue haben wir. Ach Orange, ja Orange und Orange und White. White Dye. Und Dance Cable. Ja, die brauchen jetzt ein bisschen. Die sind relativ komplex, brauchen sehr viel Wolle, Redstone Glowstone. Aber hilft dir nichts. So. Da kommen sie. So, fangen wir an mit Weiß. So. Und Orange. Äh, Botania. bei so Plenty. Das wird wahrscheinlich Orange die. Perfekt. So. Orange. Kollidiert das mit dem Stromkabel? Ja, tut es. Aber das ist ja nur ein provisorisches Stromkabel. Da ist das erstmal nicht so schlimm. Außerdem ist hier eh noch nichts in Betrieb. So. Machen wir dann mal weg hier. Schmutz. So. Ein braunes und zwei orange. So. So wäre der Controller dann, nur dass die dann quasi noch nach oben gehen. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Ähm, Stromversorgung. Ich denke, wir gehen hier mit einem Cryo Stabilized Fluid Duct rein, connecten irgendwo zu einem von den Punkten. Für den unteren Controller und den oberen Controller. Da haben wir eigentlich gar keine Flächen mehr frei, ne? An den oberen Controller könnten wir theoretisch über... Ja, doch, das könnten wir machen. Warte mal hier. Ein, ähm, ein Quarzfiber. Ich habe eine Idee. Die ist crazy, aber die müsste funktionieren. Und zwar haben wir hier ja so Verbindungen. So, genau, und da habe ich die da dran gemacht. Weil wenn ich jetzt einfach hier die Verbindung herstelle, dann flupp, Systemfehler, weil zwei ME-Kerne natürlich nicht miteinander verbunden werden dürfen. Aber wenn ich hier einen Quarzfiber dazu mache, der leitet keine Channel, aber Strom. Und wenn ich den jetzt hier reinmache, dann ist der obere Controller und der untere Controller energietechnisch miteinander verbunden. Und dann machen wir von hier unten einfach einen Cryo Stabilized Flaxtakt und ziehen das nach oben in die Decke. Das le leiten wir genau durch die Mitte, das passt eigentlich perfekt. Ähm, und vielleicht. Äh, ja, wir haben noch Netz. Wir brauchen Energy Energy Cells. 16, 48. Nee. Das sind 2, 4, 32. 32 Energy Cells. Das reicht für 4 Dense Energy Cells. Die können wir dann hier in die Ecken packen. Oder machen wir 5. Machen wir nochmal 8 dazu. Da machen wir quasi einen Boden aus Dense Energy Cells rein. Und ich weiß nicht, ob wir dann einen Energy Acceptor brauchen. Wahrscheinlich. Aber dann können wir auch einen Energy Acceptor da dran klatschen. Wir müssen ja den ME-Controller nicht als Konverter nehmen. Außerdem sind die ME-Controller relativ groß. Das heißt, sie speichern eine relativ große Energiemenge auch nochmal selber. Und dann sollten wir auch keine Ausfälle haben, wenn wir Peak-Verbräuche haben. Denn wenn wir gerade sehr, sehr viel craften, kann es natürlich passieren, dass die. Okay, jetzt craftet er. Da. Dass äh, die, das ME-System ausfällt. Das hatten wir in Enigmatica. Da hatte ich teilweise zu wenig. Puffer, weil auch wie gesagt die ME-Controller kleiner waren. Also jeder Controller kann hier 16.000 F speichern. Aber wenn mal so ein riesiger Crafting-Vorgang kommt, der dann auch riesige Crafting-Computer ansteuert und so weiter, dann kann es schon mal kurzfristig zu einem Ausfall kommen. Es sei denn, ähm, man äh, hat halt äh, vorgesorgt mit Energy Cells. Und am besten halt mit Dense Energy Cells. Okay, Moment, Calculation. Weil die dementsprechend mehr Strom speichern können. Machen wir mal den ersten da dran. Zack. Und die können genau, die können 16.000 und die können 3,2 Millionen speichern. Warum? Ah, aktuell ist es jetzt andersrum. Ne? Aktuell äh, versorgt jetzt der obere den unteren, witzigerweise, über dieses Quarzfiber, das, das ich sehr gut versteckt habe. Über dieses Quartz Fiber läuft der ganze Strom aktuell von dem oberen in den unteren Controller. Und den ganzen Spaß drehen wir gleich nochmal um. Ah, bzw. Energy Cell. Ja, da ist schon die zweite am Start. Und die dritte ist auch gleich fertig. Come on. Jawohl. Zack. Zack. Ich weiß gar nicht, ob der obere ausfällt, wenn der zu viel. Nee, ich denke mal. Der wird keinen Strom abgeben, den er nicht verkraften kann. Okay, zwei sind geladen mit 3,2 Millionen. Der lädt gerade noch. So, da sind schon wieder vier. Also, es geht relativ zügig. Ich meine, es könnte gerne schneller gehen. Ich denke, das Problem liegt hauptsächlich im das äh, Da müssen wir noch ein äh, Resonant-Upgrade machen ein paar auxiliary reception coils reinpacken. Ich denke, das ist eine, eine gute Lösung. So, das, das sind jetzt die ersten vier, die wir bestellt haben. Und hier in die Mitte würde ich jetzt tatsächlich den letzten reinmachen. Ihr seht auch, die werden heller, äh, wenn die geladen sind. So, da sind drei schon fertig. Ja, das geht. Das geht gut. So, noch ein paar Dust-Schreddern. Äh, Und dann haben wir da... Eine gute Basis. So. Zwei Stück noch. Einer noch. Komm, ein letzter, eine letzte Energy Cell. Los. Danke. So, wir bauen das diesmal direkt von Anfang an vernünftig auf, dass das komplett stable ist hier. Und es ist geladen. Perfekt. Damit haben wir hier den perfekten ME-Kern in meinen Augen. Ja, da sind die ganzen Peer-to-Peer -Peer Busse. Die haben alle aktuell natürlich noch keine noch keine ID. wir werden die jetzt nicht vorverdrahten, sondern wir werden die dann tatsächlich, wenn wir Channel brauchen, werden wir hier reingehen, schauen, wer keine ID hat und dann werden wir die verknüpfen. Ich weiß nicht, ob wir uns das vielleicht noch aufschreiben, auf dem Zettel oder so. <laughs> Maybe. Ähm haben wir den Visualizer? Visualizer. Network. Ah, doch, hier den Net, äh, das Network Visualization Tool haben wir sogar. Können wir. Ja, okay, können wir gerade nicht machen. Machen wir uns aber später, würde ich vorschlagen. Und mit dem kann man dann die, die Kanäle auch ein bisschen sehen, wo die lang gehen. Das ist. Ah, relativ häufig, relativ sinnvoll. So. Dann gehen wir einmal zurück zur Base. So. Und ich wollte noch. Genau, der ist der Larm. schauen wir mal. Äh, Joe hat Enderium gemacht. Haben wir da noch was? Enderium. 2 Enderium Blend. Okay, Hand Enderium Glas. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Um, Conversion. Resonant Conversion Kit, das ist Creative. Naja, genau. Resonant Conversion Kit. Resonant Upgrade Kit. 4 Enderium. Ne, das reicht nicht, okay. Dann müssen wir Enderium definitiv noch automatisieren. Aber was wir auf jeden Fall noch schnell machen können, hoffentlich, sind Dice Seeds. Nein, was fehlt? Züren. Schweinerei. So, drei Cluster. Ach, jetzt fehlt Magenta. So, vier Dice cluster und ein Tier 2 Crafting Seed. Tier 2. Machen wir es mal um oberen. Tier 2 Crafting Seed. So. Da ist sie. Perfekt. Ähm, dann packen wir den hier mal auf das Mystical Agriculture Feld. Ah, okay. Die droppen aber auch keine, keine Seeds. Ne? Sie, ich weiß nicht, ob es ausgeschaltet ist, ob wir Pech haben oder ob es der einfach nicht macht. Kann sein, dass der Farmer hier das nicht abfarmt. Aber es jetzt noch keine Seeds gesehen. Uh, Fertilizer. Machen wir uns mal kurz ein paar CDs. Speichern wir die hier ein. Und dann bekommen die noch ein Void Upgrade. Und ein paar Storage Upgrades. Sagen wir mal so. Ja, machen wir 16, so auf ein bisschen auf Vorrat. Und dann ja, vier Stück reichen. Wie viel ist hier drin? Okay, ist ja auch gut das drin. Okay, Zertus Quarz Essenz und äh, Nether Quarz Essenz können wir gerne nochmal erhöhen. Äh ja, einfach alles reinschiften. Ne? Okay. Alles klärchen. Dann läuft das. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon soweit für die heutige Folge. Ach ja, Joe hat das by the way gesehen. <laughs> äh, das war es dann auch soweit für die heutige Folge. Ich hoffe, dass äh, im E-System, was wir geplant haben äh, und jetzt im Stream auch gebaut haben, gefällt euch. Wenn ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge habt, natürlich immer sehr gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.